Ich bin Timo, komme aus Deutschland, Köln. Fange jetzt im August meine Ausbildung zum Büromanagement an. Ja, die Europäische Union als solches ist eine gute Institution. Sie vereinigt sich und ist dadurch eine gewaltige Macht, da wo halt nicht sowas wie früher passieren kann, dass einer an die Macht kommt und das Ganze ausnutzen wird. Das Problem ist nur, dass wir als normale Bürger davon nicht viel mitkriegen, da das Ganze sehr fern von uns abgehalten wird und durch die Presse nur das durchkommt, was negativ ist und dadurch auch unsere Meinung ziemlich negativ gestaltet wird durch das Ganze und wir halt echt nicht viel von dem mitkriegen, was wir mitkriegen möchten oder auch könnten. Von daher ist die Meinung sehr gespalten und man kriegt nicht das mit, was man sollte und wie es eventuell auch im wahren Leben ist. Also die Europäische Union könnte übers Internet mit den Bürgern kontaktieren und zwar über verschiedene Internetseiten. Fragebögen, die man ausfüllen könnte, einmal im Monat, wäre ganz sinnvoll. Und darüber könnte man dann auch Informationen direkt wiederkriegen von ihnen, dass man direkt zu dem, was man wissen möchte, die Frage stellt und die auch beantwortet bekommt. Oder generell einfach Kataloge, was in dem Monat passiert ist und man kriegt so eine Zusammenfassung über den ganzen Monat übers Internet zugeschickt. Ich meine, die Möglichkeiten sind da. Oder ansonsten gerade auch in der Grundschule oder bei den jüngeren Kindern. Es ist wichtig, dass die schon anfangen, was darüber zu lernen, weil sonst verlieren die von vornherein die Interesse. Und gerade in meinem Alter ist es so, dass die wenigsten sich dafür interessieren. Und wenn man da schon früher angefangen hätte in der Schule, das Interesse zu wecken, dann wäre es eventuell auch was anderes. Ja, da wie das gleiche Spiel auch wieder übers Internet ist die einfachste und ich denke mir auch schnellste Variante. E-Mails sind schon lange bekannt, kennt jeder, kann auch jeder schreiben. Ist auch der schnellste Weg. Klar kann nicht alle beantwortet werden, aber wenn man da irgendwie das hinkriegt, dass das über irgendeinen Verteiler läuft, dass das relativ schnell geregelt wird, dann wäre es ganz praktisch, wenn man halt innerhalb der nächsten zwei Tage eine Antwort kriegen würde, wenn man eine Frage hat und so das Ganze auch einfach zu kontaktieren ist.